5. Sie müssen sich unbedingt die verschiedenen Hinweise und Gegenstände für die Mörderjagd ansehen. M. Poirot, sagte Mrs. Oliver atemlos. Poirot stand gehorsam auf und folgte ihr. Alle drei gingen durch die Empfangshalle und betraten ein kleines, einfach möbliertes Zimmer, das als Büro diente. Tödliche Waffen links, erklärte Captain Warburton und wies auf einen mit Filz bezogenen Kartentisch, auf dem ein kleiner Revolver lag, ein Stück Eisenrohr mit einem verdächtigen rostfarbenen Fleck, eine blaue Flasche, auf der Gift stand, ein Stück Wäscheleine und eine Injektionsspritze. Das sind die Waffen, und das ist eine Liste der Verdächtigen, erläuterte Mrs. Oliver. Sie überreichte ihm eine gedruckte Karte, die er mit Interesse las. Verdächtige. Estelle Glynne, eine schöne und mysteriöse junge Frau, Gast von Major Blunt, dem Gutsbesitzer, dessen Tochter John verheiratet ist, und zwar mit Peter Gay, einem jungen Atomwissenschaftler. Miss Willing, eine Haushälterin. Quiet, ein Butler. Maya Stavisky, ein Wandervogel. Esteban Loyola, ein nicht geladener Gast. Poirot blinzelte Mrs. Oliver verständnislos an. Ein prachtvolles Personenverzeichnis, sagte er höflich, aber wenn ich mir eine Frage erlauben darf, Madame, was haben die Mitspieler zu tun? Drehen Sie die Karte um, befahl Captain Warburton. Poirot tat es. Auf der anderen Seite stand Name und Adresse. Lösung. Name des Mörders. Tatwaffe. Tatmotiv. Zeit und Ort. Begründung ihrer Schlussfolgerung. Alle, die sich an dem Spiel beteiligen, bekommen so eine Karte, erklärte Captain Warburton, außerdem ein Notizbuch und einen Bleistift. Um die Hinweise aufzuschreiben, im Ganzen sind es 6. Man geht von einem Punkt zum nächsten, wie bei der Suche nach einem verborgenen Schatz, die Waffen sind an verschiedenen Orten versteckt. Hier ist der erste Anhaltspunkt, ein Foto. Damit fangen alle an. Poirot nahm ihm das Bild aus der Hand und betrachtete es mit gerunzelter Stirn. Dann drehte er es um. Er sah noch immer erstaunt aus. Warburton lachte. Geniale Trickfotografie, was, meinte er selbst zufrieden. Ganz einfach, wenn man erst einmal weiß, was es ist. Poirot, der keine Ahnung hatte, was es war, wurde langsam ärgerlich. Ein vergittertes Fenster, fragte er unsicher. Ich gebe zu, dass es so ähnlich aussieht. Nein, es ist ein Stück von einem Tennisnetz. Aha, sagte Poirot und sah sich das Foto nochmals an. Ganz deutlich, wenn man erst einmal weiß, was es ist. Alles liegt im Auge des Betrachters, entgegnete Warburton lachend. Das ist eine tiefe Wahrheit. Der zweite Anhaltspunkt ist in einer Schachtel unter dem Tennisnetz. In der Schachtel liegen die leere Giftflasche und ein loser Korken. Allerdings ist es, wie Sie sehen, eine Schraubflasche, und deshalb ist der Korken der eigentliche Schlüssel. Ihr Erfindungsgeist ist mir wohl bekannt, Madame, aber ich weiß nicht recht. Mrs. Oliver unterbrach ihn. Selbstverständlich haben wir eine Handlung, eine kurze Inhaltsangabe wie bei den Fortsetzungsromanen in illustrierten Zeitschriften. Sie wandte sich an Captain Warburton. Sind die Merkblätter gekommen? Nein, der Drucker hat sie noch nicht geschickt. Aber er hat es doch fest versprochen. Ich weiß, im Versprechen sind sie alle groß. Sie sollen aber bestimmt heute Abend um 6 fertig sein, und ich werde selbst mit dem Wagen hinfahren, um sie abzuholen. Gut. Mrs. Oliver seufzte tief auf und wandte sich an Poirot. Also, dann muss ich Ihnen den Inhalt erzählen, obwohl das meine schwache Seite ist. Wenn ich etwas aufschreibe, klingt es völlig klar, aber wenn ich es erzähle, bringe ich alles durcheinander. Ich habe mir abgewöhnt, über die Handlung meiner Kriminalromane zu sprechen, weil mich die Leute immer verständnislos ansehen und fragen, ist das alles? Das kann doch unmöglich genug für ein ganzes Buch sein. Und das ist sehr entmutigend. Außerdem stimmt es nicht, denn wenn ich es schreibe, ist es genug. Mrs. Oliver machte eine Pause, dann fuhr sie fort.
Also, Peter Gai ist ein junger Atomwissenschaftler. Er steht im Verdacht, für die Roten zu arbeiten, und ist mit John Blunt verheiratet. Seine erste Frau ist tot, aber das stimmt gar nicht, und sie erscheint auf der Bildfläche, weil sie eine Geheimagentin ist. Oder vielleicht auch nicht, denn möglicherweise ist sie wirklich eine Trumpierin, und seine Frau hat ein Verhältnis mit einem Mann namens Loyola, der entweder in Erscheinung tritt, um sich mit Maya zu treffen oder um ihr nachzuspionieren, und dann kommt ein Erpresserbrief, der vielleicht von der Haushälterin stammt, oder vielleicht vom Butler, und der Revolver fehlt. Und da man nicht weiß, an wen der Erpresserbrief gerichtet ist, und da die Injektionsspritze beim Abendessen heruntergefallen und danach verschwunden ist. Mrs. Oliver unterbrach sich plötzlich, weil sie Poirots Reaktion richtig einschätzte. Ich weiß, sagte sie mitfühlend, dass es ziemlich verworren klingt, aber in meinem Kopf ist alles klar, und wenn Sie das Merkblatt mit der Synapsis lesen, werden Sie alles verstehen. Dann bemerkte sie abschließend, außerdem ist die Handlung für Sie ganz unwichtig, nicht wahr? Sie haben nichts zu tun, als die Preise zu verteilen, sehr schöne Preise. Der erste Preis ist ein silbernes Zigarettenetui, das wie ein Revolver aussieht, sehr sinnvoll für den Sieger. Poirot dachte, dass der Sieger wirklich über erstaunliche Intelligenz verfügen müsste, und im Grunde genommen bezweifelte er, dass es einen Sieger geben würde. Die ganze Handlung der Mörderjagd schien ihm verschwommen, wie ein undurchdringlicher Nebel. Captain Warburton sah auf seine Armbanduhr und meinte gut gelaunt, so, ich werde mich jetzt auf den Weg zum Drucker machen, um die Merkblätter abzuholen. Mrs. Oliver stöhnte. Wenn Sie wieder nicht fertig sind. Sie sind bestimmt fertig, ich habe angerufen. Auf bald. Er verließ das Zimmer. Mrs. Oliver drückte sofort Poirots Arm und flüsterte heiser, haben Sie etwas herausgefunden? Oder haben Sie eine bestimmte Person in Verdacht? Poirot antwortete mit einem milden Vorwurf in der Stimme, mir erscheint hier jeder und alles vollkommen normal. Normal. Nun, vielleicht ist das nicht das richtige Wort. Lady Stubbs ist, wie Sie sagen, bestimmt nicht ganz normal. Und M.A. Legg scheint mir etwas ungewöhnlich zu sein. Ach, der ist ganz in Ordnung, erklärte Mrs. Oliver ungeduldig, er hat nur einen Nervenzusammenbruch gehabt. Poirot machte keine Einwände, sondern meinte nur. Scheinbar sind alle in einem Zustand nervöser Erregung, allgemeiner Erschöpfung und Überreizung, wie es ja nach den Vorbereitungen zu einem solchen Fest kaum anders zu erwarten ist. Wenn Sie mir nur einen Hinweis geben könnten. Passt. Mrs. Oliver packte ihn wieder am Arm. Es kommt jemand. Das Ganze ist wie ein schlechtes Melodrama, dachte Poirot irritiert. Das freundliche, milde Gesicht von Miss Brevis erschien in der Tür. Ach, hier sind Sie, M. Poirot. Ich habe Sie gesucht, weil ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen möchte. Sie ging mit ihm die Treppe hinauf und führte ihn über einen Korridor in ein großes, luftiges Zimmer mit Aussicht auf den Fluss. Das Badezimmer ist gegenüber. Sir George hat die Absicht, mehrere Badezimmer einzubauen, aber das würde die edlen Proportionen des Hauses beeinträchtigen. Ich hoffe, Sie werden sich bei uns behaglich fühlen. Ganz bestimmt, sagte Poirot, und sein Blick schweifte mit Genugtuung über das kleine Bücherregal, die Leselampe und die Dose neben seinem Bett, auf der Konfekt stand. Sie scheinen alles in diesem Haus glänzend organisiert zu haben. Darf ich Ihnen, oder meiner reizenden Gastgeberin, meine Bewunderung aussprechen? Lady Stubbs ist voll damit beschäftigt, charmant zu sein, erklärte Miss Brevis mit leicht säuerlicher Stimme. Eine sehr dekorative junge Dame, stellte Poirot fest. Zweifellos. Aber ist sie nicht vielleicht in anderer Beziehung? Pardon. Ich bin indiskret. Ich spreche von etwas, das ich nicht erwähnen sollte. Miss Brevis sah ihn unverwandt an und sagte trocken. Lady Stubbs weiß ganz genau, was sie tut. Abgesehen davon, dass sie, wie Sie sagen, sehr dekorativ ist, ist sie auch sehr gerissen.
Sie hatte das Zimmer verlassen, bevor Poirot sich von seinem Staunen erholen konnte. Also das war die Meinung der tüchtigen Miss Brevis. Oder hatte sie das nur aus einem persönlichen Grund gesagt? Und warum zu ihm zu einem Neuankömmling? Vielleicht eben deshalb. Und weil er ein Ausländer war. Die Erfahrung hatte Hercule Poirot gelehrt, dass Engländer zu der Ansicht neigten, dass man einem Ausländer alles erzählen könnte, weil man ihn sowieso nicht ernst nahm. Er runzelte die Stirn und starrte gedankenverloren auf die Tür, durch die Miss Brevis verschwunden war. Dann schlenderte er zum Fenster und blickte hinaus. Nach kurzer Zeit sah er Lady Stubbs und Mrs. Folliard aus dem Haus kommen. Sie blieben einen Augenblick bei dem großen Magisternullienbaum stehen und unterhielten sich, dann nickte Mrs. Folliard, verabschiedete sich und ging mit ihrem Gartenkorb langsam den Einfahrtsweg hinunter. Lady Stubbs beobachtete sie einen Moment, riss zerstreut eine Magnolienblüte ab, roch daran und schlug schließlich den Pfad ein, der zum Fluss führte. Sie sah sich noch einmal kurz um, bevor sie um die Ecke bog und verschwand. Auf der anderen Seite der Magisternolie erschien gleich darauf Michael Weimann und ging ebenfalls den Pfad zum Fluss hinunter. Ein gut aussehender, dynamischer junger Mann, dachte Poirot. Zweifellos eine reizvollere Persönlichkeit als Sir George Stubbs. Und warum nicht? Es war das alte Lied, ein reicher, nicht sehr ansprechender Ehemann in mittleren Jahren, eine junge, schöne, geistig unreife Frau und ein charmanter junger Mann, der ihren Reizen gegenüber nicht unempfindlich war. War das vielleicht ein Grund für Mrs. Oliver, ihn hierher zu beordern? Mrs. Oliver hatte zweifellos eine lebhafte Fantasie, aber... Aber schließlich bin ich kein Sachverständiger für Ehebruch oder für vermeintlichen Ehebruch, dachte Poirot. Sollte Mrs. Oliver wirklich recht haben? War hier irgendetwas nicht in Ordnung? Mrs. Oliver war ein Wirrkopf, und wie sie es jemals zustande brachte, Kriminalromane zu schreiben, blieb Poirot ein Rätsel. Und doch trotz allem erstaunte sie ihn manchmal mit ihrem Scharfblick. Die Zeit ist kurz, sehr kurz, murmelte er vor sich hin. Geht hier etwas vor? Ich möchte es fast annehmen. Aber was? Wer könnte mir helfen, den Fall zu klären? Ich muss unbedingt mehr über die Leute in diesem Haus erfahren. Wer könnte mir Bescheid sagen? Nach kurzem Zögern nahm er seinen Hut. Poirot riskierte es niemals, abends ohne Hut ins Freie zu gehen, eilte aus dem Zimmer und ging die Treppe hinunter. Von Ferne hörte er Mrs. Masterton im Kasernenhofton Befehle geben, und, aus einem nahegelegenen Raum, Sir Georges leicht verliebte Stimme. Dieses Kostüm ist verflucht kleidsam. Wünschte, ich hätte sie in meinem Harem, Sally. Ich werde mir morgen öfters von Ihnen die Zukunft voraussagen lassen. Was werden Sie mir erzählen? Ein Stuhl wurde gerückt, dann vernahm er Sally Legs atemlose Stimme, nein, George. Nein. Poirot hob die Augenbrauen und schlüpfte durch eine angelehnte Seitentür. Er ging, so schnell er konnte, einen Seitenweg hinunter, er verfügte über einen ausgezeichneten Ortssinn und wusste, dass dieser Weg in den Haupteinfahrtsweg münden würde. Sein Gefühl war richtig, und er überholte Mrs. Folliard, der er, obwohl ein bisschen außer Atem, galant den Gartenkorb abnahm. Sie gestatten, Madame. Oh, vielen Dank, M. Poirot, das ist furchtbar nett, aber der Korb wird Ihnen zu schwer werden. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen den Korb nach Hause zu tragen. Sie wohnen in der Nähe. Ja, ich wohne in dem kleinen Pförtnerhaus beim Gartentor. Sir George hat es mir liebenswürdigerweise vermietet. Das Pförtnerhaus am Gartentor Ihres ehemaligen Besitztums. Was empfand Sie wirklich? Fragte sich Poirot. Ihr Benehmen war so damenhaft, dass man ihre wahren Gefühle nicht erraten konnte. Er lenkte die Unterhaltung auf ein anderes Gebiet und bemerkte. Lady Stubbs ist sehr viel jünger als ihr Mann, nicht wahr? 23 Jahre jünger. Eine sehr schöne Frau. Hattie ist ein liebes Kind, antwortete Mrs. Folliard ruhig. Diese Antwort hatte Poirot nicht erwartet. Mrs. Folliard fuhr fort, ich kenne sie nämlich sehr gut,
da sie für kurze Zeit unter meiner Obhut stand. Das war mir nicht bekannt. Wie sollte es auch? Es ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Ihre Familie besaß Zuckerrohrplantagen in Westindien. Durch ein Erdbeben wurde das Haus zerstört, und ihre Eltern und alle ihre Geschwister kamen ums Leben. Hetty selbst befand sich damals in Paris, in einer Klosterschule, und war nun plötzlich eine Waise ohne irgendwelche nahen Verwandten. Die Testamentsvollstrecker hielten es für angebracht, dass Hetty eine Anstandsdame bekam und in die Gesellschaft eingeführt würde. Ich nahm diese Stellung an. Mrs. Folliard fügte mit einem trockenen Lächeln hinzu, ich kann mich, wenn nötig, elegant anziehen, und ich verfügte über die besten Beziehungen. Der verstorbene Regent war ein persönlicher Freund unserer Familie. Ich verstehe, Madame, ich verstehe. Mir passte es sehr gut, ich hatte viel Schweres durchgemacht. Mein Mann war kurz vor Ausbruch des Krieges gestorben, mein ältester Sohn, der bei der Marine war, kam um, als sein Schiff sank, und mein jüngerer Sohn, der bis dahin in Kenia gelebt hatte, kehrte zurück und fiel in Italien. Das bedeutete dreifache Erbschaftssteuer, und das Haus hier wurde zum Verkauf angeboten. Ich war dankbar, eine Zerstreuung und Abwechslung zu bekommen, mich um einen jungen Menschen kümmern und mit ihm reisen zu können. Ich gewann Hetty sehr lieb, umso mehr, als mir klar wurde, dass sie nun, sagen wir, dass sie nicht imstande war, allein mit sich und der Welt zu Rande zu kommen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Empereur, ich will keineswegs behaupten, dass Hetty geistig zurückgeblieben ist, sie ist nur ein wenig einfältig. Sie lässt sich leicht ausnutzen, sie ist zu sanft, zu wehrlos. Ich selbst hielt es damals für ein Glück, dass sie so gut wie kein Geld besaß, wenn sie eine reiche Erbin gewesen wäre, hätte ihre Lage recht unangenehm werden können. Die Männer fühlten sich von ihr angezogen, da sie aber von Natur aus anlehnungsbedürftig und leicht zu beeinflussen ist, brauchte sie unbedingt einen verantwortungsbewussten Menschen, der sich ihrer annahm. Als sich schließlich herausstellte, dass die Plantage ihrer Eltern völlig zerstört war und der Nachlass nur aus Schulden bestand, schien es ein großes Glück zu sein, dass ein Mann wie Sir George Stubbs sich in sie verliebte und sie heiraten wollte. Jedenfalls war das eine Lösung ihrer Probleme. Obwohl Sir George aus sehr kleinen Verhältnissen kommt und geben wir es ruhig zu, einen ziemlich vulgären Eindruck macht, ist er im Grunde genommen gut und anständig und zudem außerordentlich wohlhabend. Ich glaube nicht, dass er jemals intellektuelle Ansprüche an seine Frau stellen würde, und Hetty ist in jeder Beziehung sein Ideal. Sie weiß, elegante Kleider und kostbare Juwelen zur Geltung zu bringen, sie ist liebevoll und gefügig, und sie ist restlos glücklich mit ihm. Ich gebe zu, dass ich darüber sehr froh bin, da ich ihr geraten hatte, Sir Georges Antrag anzunehmen. Wenn es schlecht ausgegangen wäre, sagte sie mit zitternder Stimme, hätte ich mir ewig Vorwürfe gemacht, sie nicht davon abgehalten zu haben, einen so viel älteren Mann zu heiraten. Wie ich Ihnen bereits sagte, Hetty ist sehr leicht zu beeinflussen. Sie lässt sich von jedem, mit dem sie gerade zusammen ist, beherrschen. Ich habe das Gefühl, dass Sie ihr gut geraten haben, bemerkte Poirot anerkennend. Ich bin nicht romantisch wie die Engländer. Wenn man eine gute Ehe zustande bringen will, darf man nicht nur an Romantik denken. Er fügte hinzu, übrigens ist das Haus und die ganze Besitzung hier wirklich außergewöhnlich paradiesisch schön. Da ich das Haus nicht mehr halten konnte, bin ich froh, dass Sir George es erworben hat, sagte Mrs. Folliard mit zitternder Stimme. Während des Krieges wurde es vom Militär requiriert, und ich fürchtete schon, dass man es später als Schule oder Hotel einrichten, die Zimmer verkleinern oder aufteilen würde und dass es so seinen ursprünglichen Charme verlieren könnte. Unsere Nachbarn, die Fletchers, mussten Howdown ebenfalls verkaufen, und jetzt ist Howdown eine Jugendherberge. Natürlich freut man sich, dass die jungen Leute sich dort wohlfühlen, und Howdown ist glücklicherweise spätviktorianisch und hat keinen besonderen architektonischen Wert, so dass die Veränderungen eigentlich keine Rolle spielen.
Leider betreten aber einige der jungen Leute immer wieder unbefugterweise unser Gebiet, und Sir George ist darüber sehr ärgerlich. Tatsächlich sind einige seltene Sträucher zertrampelt worden. Die jungen Leute versuchen auf diese Weise, den Weg zur Flussfähre abzuschneiden. Sie standen jetzt beim Eingangstor. Das Pförtnerhaus, ein kleines, weißes, einstöckiges Gebäude, lag ein Stück vom Einfahrtsweg entfernt und war von einem eingezäunten Gärtchen umgeben. Mrs. Folliat nahm ihren Korb mit ein paar Worten des Dankes wieder ab. Mir hat das Pförtnerhaus schon immer gut gefallen, sagte sie und betrachtete es liebevoll. Merdell, der bei uns 30 Jahre lang Obergärtner war, hat hier gewohnt. Ich ziehe es dem oberen Gärtnerhaus vor, obwohl Sir George es vergrößert und modernisiert hat. Er musste es tun, denn wir haben jetzt einen neuen Obergärtner mit einer jungen Frau, und diese jungen Leute glauben, nicht ohne elektrische Bügeleisen, moderne Bratöfen und Fernsehgeräte leben zu können. Man muss mit der Zeit gehen. Sie seufzte. Auf dem ganzen Gut gibt es kaum noch alte Angestellte, lauter neue Gesichter. Ich freue mich, dass Sie wenigstens einen Hafen gefunden haben, Madame, sagte Poirot. Ja, erwiderte sie. Kennen Sie die Zeilen von Spencer? Nach des Tages Arbeit schlafen. Nach dem wilden Meer der Hafen. Nach dem Krieg ein langer Frieden. Sei dem Glücklichen beschieden. Sie machte eine Pause und fuhr in unverändertem Ton fort, die Welt ist grausam, empfahre, und voller schlechter Menschen. Das wissen Sie wahrscheinlich mindestens so gut wie ich. Ich würde das im Beisein der jungen Leute nicht sagen, um sie nicht zu entmutigen, aber leider ist es wahr. Ja, die Welt ist schlecht. Sie nickte ihm kurz zu, dann drehte sie sich um und ging in ihr kleines Haus. Poirot blieb einen Augenblick stehen und starrte auf die verschlossene Tür. 6. Poirot verspürte Lust, einige weitere persönliche Erkündigungen einzuziehen. Er ging durch das Eingangstor und kam auf eine gewundene, steil bergab führende Straße, die in einen kleinen Kai mündete. Dort hing eine große Glocke mit einer Kette, darunter stand: Für die Fähre bitte läuten. Beim Kai lagen mehrere Boote vor Anker. An einem Pfosten lehnte ein alter Mann mit tränenden Augen, als er Poirot sah, kam er mit schlurfenden Schritten auf ihn zu. Möchten Sie die Fähre benutzen, Sir? Nein, danke. Ich komme eben aus Nassehaus, ich mache nur einen kleinen Spaziergang. So, der Herr kommt also aus dem großen Haus, ja, ja. Ich hab nämlich als Junge dort gearbeitet, und mein Sohn auch Obergärtner ist er gewesen. Aber ich hab mehr mit den Booten zu tun gehabt. Unser alter Gutsherr, M.A. Folliat, der war ganz verrückt mit den Booten. Ja, ja, bei Wind und Wetter ist der losgesegelt. Aber sein Sohn, der Major Folliat, hat sich nichts aus Segeln gemacht. Nur aus Pferden, ja, ja, haben ihn eine Stange Geld gekostet, die Pferde. Die Pferde und der Alkohol. Seine Frau hat's nicht leicht gehabt. Vielleicht haben Sie sie gesehen. Wohnt jetzt im Pförtnerhaus, ja, ja. Ich habe mich gerade von ihr verabschiedet. Ist selbst auch eine geborene Folliat gewesen, kommt aus Tiverton, war weitläufig verwandt mit der Familie. Und nichts geht ihr über den Garten, hat die ganzen blühenden Sträucher gepflanzt, ja, ja. Sogar im Krieg, als wir hier die Soldaten hatten und die beiden jungen Herren im Feld waren, hat sie sich noch um den Garten gekümmert, und vor allem um ihre Sträucher. Es muss ein schwerer Schlag für sie gewesen sein, beide Söhne zu verlieren. Ja, ja, hat kein leichtes Leben gehabt. Kummer mit ihrem Mann, Kummer mit den beiden jungen Herren, mit M.A. Henry nicht. Der war ein sehr netter junger Herr, war nach seinem Großvater geschlagen, ist gern gesegelt. Und dann ist er ja natürlich auch zur Marine gegangen. Aber M.A. James hat ihr viel Sorgen gemacht. Schulden und Frauen, ein Tun nicht gut. Der M.A. James. Manche kommen so auf die Welt. Und aus denen wird auch nichts. Aber der Krieg war ihm gerade recht. Wie der Fisch im Wasser. Manch einer, der im Frieden nicht gut tut, stirbt den Heldentod.
Und so gibt es keine Foliats mehr in Nasse Haus, sagte Poirot. Der Redefluss des alten Mannes stockte plötzlich, und er erwiderte nur kurz. Wie Sie sagen, Sir. Poirot betrachtete den alten Mann verwundert. Stattdessen lebt jetzt dort Sir George Stubbs, was halten die Leute in der Umgegend von ihm? Er soll mächtig reich sein, haben wir gehört, sagte der Alte. Sein Ton war trocken, fast belustigt. Und seine Frau? Eine feine Dame aus London, ja, ja, sehr fein. Vom Garten versteht sie gar nichts, und sie soll auch nicht ganz richtig im Kopf sein. Er klopfte sich bedeutungsvoll an die Stirn. Aber sie ist immer nett und freundlich, das muss man ihr lassen. Sind erst seit einem Jahr hier, haben das Gut gekauft und alles neu machen lassen. Erinnere mich noch an den Tag, an dem sie hier ankamen, als ob's gestern gewesen wäre, nach dem schlimmsten Sturm, an den ich mich erinnern kann, ist's gewesen. Überall umgestürzte Bäume rechts und links, einer lag quer über der Einfahrt, den mussten wir erst noch wegräumen, damit das Auto durch konnte. Und die große Eiche, die da drüben stand, hat viel Unheil angerichtet, hat viele andere Bäume umgehauen, schlimm war das. Ja, das war dort, wo jetzt das Fali steht, nicht wahr? Der alte Mann drehte sich zur Seite und spuckte verächtlich aus. Fali auch so eine neumodische Erfindung, sowas hat's beim alten Foliat nicht gegeben. Das hat sich Lady Stubbs ausgedacht, jawohl. Waren kaum 3 Wochen da, als das Ding gebaut wurde. Wahrscheinlich hat sie es Sir George eingeredet. Ich kann es nicht leiden, sieht ganz heidnisch aus, da zwischen den Bäumen, mit all den Säulen. Warum nicht ein einfaches Sommerhäuschen? Dagegen hätte ich auch nichts. Poirot lächelte schwach. Die Londoner Damen haben eben besondere Wünsche, sagte er. Schade, dass die Tage der Familie Foliat gezählt sind. Glauben Sie nur das nicht. Der alte Mann kicherte. In Nasse Haus wird's immer Foliats geben. Aber das Haus gehört doch Sir George Stubbs. Schon möglich, aber eine Foliat ist auch noch hier. Und die Foliats sind mit allen Hunden gehetzt, jawohl. Was wollen Sie damit sagen? Der Alte sah ihn von der Seite an. Mrs. Foliat wohnt doch im Pförtnerhaus, nicht wahr? Ja, erwiderte Poirot langsam. Mrs. Foliat lebt im Pförtnerhaus, und die Welt ist sehr schlecht, und die meisten Menschen auch. Der alte Mann starrte ihn an. Ja, ja, da haben Sie vielleicht recht. Damit drehte er sich um und entfernte sich mit schlurfenden Schritten. Und was habe ich nun herausgefunden? Fragte sich Poirot irritiert, während er in der Richtung des Hauses langsam den Hügel hinaufwanderte. Bevor er zum Abendessen hinunterging, machte Hercule Poirot sorgfältig Toilette, er schmierte parfümierte Pomade auf seinen Schnurrbart und zwirbelte die Enden zu scharfen Spitzen. Dann betrachtete er sich prüfend im Spiegel. Er war mit seinem Anblick zufrieden. Da tönten Gongschläge durchs Haus, er verließ sein Zimmer und ging die Treppe hinunter. Der Butler, der soeben seine hochkünstlerische Vorführung beendet hatte, crescendo, forte, diminuendo, rallentando, hängte den Schlegel zurück an den Haken. Sein dunkles, melancholisches Gesicht trug einen zufriedenen Ausdruck. Ein Erpresserbrief von der Haushälterin, oder vielleicht ist es der Butler, dachte Poirot. Ja, dieser Butler sah aus, als ob er imstande wäre, erpresserische Briefe zu schreiben. Poirot fragte sich, ob die Personen in Mrs. Ollivers Romanen frei erfunden oder dem Leben nachgebildet waren. Miss Brevis durchquerte die Diele, sie trug ein unvorteilhaftes geblümtes Chiffonkleid. Poirot näherte sich ihr und fragte. Haben Sie hier auch eine Haushälterin? Nein, leider nicht, M. Poirot. Dazu reicht es heutzutage wohl nur noch in außergewöhnlich großen Häusern. Ich bin nicht nur Sekretärin, sondern gleichzeitig auch Haushälterin. Sie lachte trocken. Also Sie sind die Haushälterin, meinte Poirot nachdenklich. Er hielt es für sehr unwahrscheinlich, dass Miss Brevis Erpresserbriefe schreiben würde, aber vielleicht anonyme Briefe, das stand auf einem anderen Blatt.
Er kannte VerfasserInnen von anonymen Briefen, die Miss Brevis nicht unähnlich waren. Solide, zuverlässige Menschen, die niemand in ihrer Umgebung jemals in Verdacht gehabt hätte. »Wie heißt Ihr Butler?«, fragte er. Miss Brevis sah ihn etwas erstaunt an. »Hendon. Ich frage nur deshalb, weil ich glaube, ihm schon einmal begegnet zu sein«, erklärte Poirot schnell. »Das ist durchaus möglich«, erwiderte Miss Brevis. »Keiner von Ihnen scheint es in einer Stellung länger als 4 Monate auszuhalten, und eigentlich müssten Sie ziemlich schnell die Runde bei den in Frage kommenden Häusern gemacht haben, denn es gibt nicht mehr viele Familien in England, die sich den Luxus eines Butlers leisten können.« Sie betraten zusammen das Wohnzimmer. Sir George, der im Smoking irgendwie unnatürlich wirkte, bot Sherry an. Mrs. Oliver trug ein stahlgraues Satinkleid und sah wie ein altmodisches Kriegsschiff aus. Der glatte, dunkle Kopf von Lady Stubbs war über ein Modeheft gebeugt. Alec und Sally Legg sowie Jim Warburton waren zum Abendbrot dageblieben. »Wir haben heute Abend viel zu tun«, erklärte Warburton. »Heute wird kein Bridge gespielt, alle Mann an Deck. Eine ganze Reihe von Bekanntmachungen muss geschrieben werden sowie ein großes Schild für die Wahrsagerin. Wie wollen wir sie nennen? Madame Suleika. Esma Alda. Oder Römani, die Zigeunerkönigin. Ich bin für die orientalische Not«, sagte Sally. »Zigeuner sind auf dem Land verhasst. Suleika klingt gut. Ich habe meinen Malkasten mitgebracht, vielleicht könnte Michael das Plakat mit einer sich windenden Schlange dekorieren. Das würde besser zu Kleopatra als zu Suleika passen.« Hendon erschien an der Tür. »Das Abendbrot ist serviert, Müldi.« Sie gingen ins Esszimmer. Auf dem langen Tisch brannten Kerzen, und der Raum war voller Schatten. Die Gastgeberin saß zwischen Warburton und Alec Legg, Poirot zwischen Mrs. Oliver und Miss Brevis. Miss Brevis sprach angeregt über weitere Einzelheiten der Vorbereitungen für den folgenden Tag. Mrs. Oliver schien tief in Gedanken versunken zu sein und sagte kaum etwas. Als sie ihr langes Schweigen schließlich brach, gab sie eine etwas unlogische Erklärung ab. »Kümmern Sie sich nicht um mich«, sagte sie zu Poirot. »Ich denke nur darüber nach, ob ich irgendetwas vergessen oder falsch gemacht habe.« Sir George lachte herzlich. »Der verhängnisvolle Fehler, was«, bemerkte er. »Sehr richtig, den macht man immer«, erwiderte Mrs. Oliver. »Manchmal realisiert man es erst, wenn das Buch bereits im Druck ist, und dann leidet man Höllenqualen.« Ihre Empfindungen spiegelten sich auf ihrem Gesicht wider, und sie seufzte tief. »Sonderbarerweise bemerken es die meisten Leute gar nicht. Ich sage mir, natürlich wäre es der Köchin aufgefallen, dass 2 der Koteletts nicht gegessen wurden. Aber kein anderer zerbricht sich darüber den Kopf.« »Faszinierend«, meinte Michael Weimann und lehnte sich über den Tisch. »Das Geheimnis der beiden Koteletts. Bitte klären Sie es niemals auf. Ich werde in der Badewanne darüber nachgrübeln.« Mrs. Oliver lächelte ihn zerstreut an, bald darauf war sie wieder tief in Gedanken versunken. Auch Lady Stubbs war schweigsam, und hin und wieder gähnte sie herzhaft. Warburton, Alec Legg und Miss Brevis unterhielten sich, ohne von ihr Notiz zu nehmen. Nach dem Essen verkündete Lady Stubbs, dass sie müde sei und zu Bett gehen wolle. »Wir haben aber noch sehr viel zu tun, Lady Stubbs«, meinte Miss Brevis. »Wir haben mit Ihrer Hilfe gerechnet.« »Ja, ich weiß«, erwiderte Lady Stubbs, »aber ich bin müde und werde schlafen gehen.« Sie sprach wie ein zufriedenes kleines Kind. Als Sir George aus dem Esszimmer in die Diele kam, wandte sie sich an ihn und wiederholte, »Ich bin müde, George. Hast du etwas dagegen, wenn ich schlafen gehe?« Er ging zu ihr und klopfte ihr zärtlich auf die Schulter. »Leg dich nur hin, Hattie, damit du morgen frisch und schön bist.« Er gab ihr einen Kuss auf die Stirn, sie ging die Treppe hinauf, winkte und sagte, »Ich wünsche euch allen eine gute Nacht.« Sir George lächelte ihr nach. Miss Brevis hielt den Atem an und wandte sich ärgerlich ab. »Kommen Sie alle an die Arbeit«, rief sie mit erzwungener Fröhlichkeit.
Bald hatten alle ihre Arbeit zugewiesen bekommen, aber da Miss Brevis nicht überall gleichzeitig sein konnte, gelang es einigen der Anwesenden, sich nach einiger Zeit aus dem Staub zu machen. Michael Weimann bemalte ein Plakat mit einer prachtvollen, giftig aussehenden Schlange und den Worten: Für 2 Schilling wird Ihnen Madame Suleika die Zukunft voraussagen. Dann verschwand er unauffällig. Alec Legg erledigte ein paar unwichtige Kleinigkeiten, dann verließ er das Zimmer, um, wie er sagte, die Wurfbude auszumessen, und kam nicht wieder zurück. Die Damen arbeiteten nach Frauenart fleißig und gewissenhaft. Hercule Poirot folgte dem Beispiel seiner Gastgeberin und ging früh zu Bett. 7. Am nächsten Morgen erschien Hercule Poirot um 9:30 am Frühstückstisch. Das Frühstück wurde nach Vorkriegsart serviert. Auf einer langen, elektrischen Heizplatte stand eine Reihe von Schüsseln mit verschiedenen Gerichten. Sir George verzehrte ein reichhaltiges englisches Frühstück, das aus Rühreiern, Speck und gebratenen Nieren bestand. Mrs. Oliver und Miss Brevis aßen nicht ganz so viel wie der Herr des Hauses. Michael Weimann vertilgte große Mengen von Schinken, nur Lady Stubbs würdigte die Fleischtöpfe Ägyptens keines Blickes, sondern knabberte an einem Stückchen trockenen Toast und trank schwarzen Kaffee. Sie trug einen hellrosa Hut, der beim Frühstück fehl am Platze zu sein schien. Die Post war soeben angekommen. Vor Miss Brevis lag ein ganzer Stoß von Briefen, die sie rasch in verschiedene Häufchen sortierte. Sie öffnete alle Briefe an Sir George, nur die, auf denen persönlich stand, überreichte sie ihm ungeöffnet. Lady Stubbs erhielt 3 Briefe, die sie sofort öffnete. Die beiden ersten Umschläge enthielten offensichtlich Rechnungen, die sie beiseite schob. Dann öffnete sie den 3. Brief und rief plötzlich mit klarer Stimme: Oh! Ihr Ausruf klang so erstaunt, dass sich ihr sofort alle zuwandten. Ein Brief von Etienne, erklärte sie. Mein Vetter Etienne wird uns besuchen mit seiner Yacht. Zeig mal her, Hattie, sagte Sir George und streckte seine Hand aus. Sie reichte ihm den Brief, er glättete den Briefbogen und begann zu lesen. Wer ist dieser Etienne de Souza? Ein Vetter. Ich glaube, oder ein Vetter 2. Grades. Ich kann mich kaum an ihn erinnern. Er war. Sie zögerte und zuckte dann die Achseln. Ja. Was war er? Spielt keine Rolle, das ist alles schon so lange her. Ich war damals noch ein kleines Mädchen. Dann wirst du dich sicherlich kaum an ihn erinnern können, aber wir müssen ihn natürlich trotzdem empfangen, sagte Sir George herzlich. Schade, dass gerade heute das Gartenfest stattfindet. Wir werden ihn zum Abendessen einladen. Vielleicht würde er gern 1 oder 2 Tage bei uns verbringen, wir könnten ihm die Gegend zeigen, nicht? Sir George spielte die Rolle des überaus gastfreundlichen Gutsbesitzers. Lady Stubbs antwortete nicht, sondern starrte in ihre Kaffeetasse. Die allgemeine Unterhaltung wandte sich wieder dem Gartenfest zu. Nur Poirot beteiligte sich nicht daran, er beobachtete die schlanke, exotische Gestalt am oberen Ende des Tisches und fragte sich, was wohl in ihrem Kopf vorgehen mochte. Im selben Augenblick sah sie auf, und ihre Blicke kreuzten sich. Ihr Ausdruck war in diesem Moment so überlegen, so gerissen, dass Poirot aufs Höchste überrascht war. Als sie jedoch seinen Blick bemerkte, änderte sich ihr Ausdruck sofort und machte der üblichen Leere Platz. War es möglich? Eben noch sah sie kalt und berechnend aus, und jetzt? Oder hatte er sich das nur eingebildet? Allerdings verfügten geistig zurückgebliebene Menschen oft über eine gewisse Schlauheit, die selbst Leute erstaunte, die sie kannten. Eins steht fest, dachte er, Lady Stubbs bleibt mir ein Rätsel. Jeder schien sie in einem anderen Licht zu sehen. Miss Brevis hatte angedeutet, dass Lady Stubbs ganz genau wüsste, was sie täte. Mrs. Oliver dagegen hielt sie für geistig zurückgeblieben, und Mrs. Folliard, die sie lange und gut kannte, beschrieb sie als einen nicht ganz normalen Menschen, der mit Liebe und Sorgfalt betreut werden müsste. Miss Brevis hatte Lady Stubbs gegenüber wahrscheinlich ein Vorurteil gefasst, weil sie sie für faul und hochmütig hielt. Poirot hätte gern gewusst,
ob Miss Brevis bereits vor seiner Heirat Sir Georges Sekretärin gewesen war. In diesem Fall mochte sie einer neuen Herrin von Anfang an feindlich gegenübergestanden haben. Bis zum heutigen Morgen hätte Poirot jedenfalls unbedingt die Meinung von Mrs. Oliver und Mrs. Folliard geteilt, und schließlich konnte man einem kurzen Blick nicht allzu viel Bedeutung beimessen, oder doch? Lady Stubbs erhob sich plötzlich. »Ich habe Kopfschmerzen«, verkündete sie. »Ich werde auf mein Zimmer gehen und mich ein wenig hinlegen.« Sir George sprang besorgt auf. »Ist dir nicht gut, mein Kind? Bist du krank?« »Nein, ich habe nur Kopfweh. Heute Nachmittag wirst du doch hoffentlich wieder in Ordnung sein.« »Ich glaube bestimmt. Nehmen Sie zwei Aspirintabletten«, schlug Miss Brevis vor. »Haben Sie Aspirin, oder soll ich Ihnen welches bringen?« »Nein, danke, ich habe Aspirin.« Sie ging zur Tür und ließ auf dem Weg versehentlich ihr Taschentuch fallen. Poirot bückte sich und hob es unbemerkt auf. Sir George, der im Begriff war, seiner Frau zu folgen, wurde von Miss Brevis zurückgehalten. »Wo sollen die Autos heute Nachmittag parken, Sir George?« »Ich wollte Mitchell jetzt Bescheid sagen. Vielleicht ist es am besten.« Weiter hörte Poirot nichts, weil er aus dem Zimmer ging. Er überholte seine Gastgeberin auf der Treppe. »Sie haben Ihr Taschentuch fallen lassen, Madame.« Er überreichte ihr das Taschentuch mit einer Verbeugung. »Tatsächlich. Vielen Dank. Es tut mir sehr leid, dass Sie sich nicht wohlfühlen, Madame, ganz besonders, da Sie ja den Besuch Ihres Vetters erwarten.« »Ich will Etienne gar nicht sehen«, erwiderte sie schnell, fast heftig. »Ich kann ihn nicht leiden. Er ist böse, er ist schon immer böse gewesen, ich fürchte mich vor ihm, er ist ein schlechter Mensch.« Die Tür des Esszimmers wurde geöffnet, und Sir George kam die Treppe herauf. »Hetty, mein armer Liebling. Komm, ich werde dich zu Bett bringen.« Er legte den Arm zärtlich um ihre Schulter, und sie gingen zusammen nach oben. Er sah ängstlich und besorgt aus. Poirot sah ihnen nach, dann stieg er langsam die Treppe wieder hinunter. In der Diele begegnete ihm Miss Brevis, die mit einem Bündel von Papieren unterm Arm schnell auf ihr Büro zuging. »Lady Stubbs hat Kopfschmerzen, und ich«, begann Poirot. »Ach was, Kopfschmerzen, keine Spur«, sagte Miss Brevis ärgerlich und verschwand in ihrem Büro. Poirot seufzte und ging durch die Vordertür auf die Terrasse hinaus. Mrs. Masterton, die gerade mit ihrem kleinen Auto vorgefahren war, beaufsichtigte die Errichtung des Teezeltes. Sie gab ihre Anordnungen mit tiefer, bellender Stimme. Dann wandte sie sich um und begrüßte Poirot. »Jede Kleinigkeit macht so viel Mühe«, bemerkte sie, »und alles wird zunächst einmal auf den falschen Platz gestellt.« »Nein, Rogers. Mehr nach links, links, sage ich, nicht nach rechts.« »Was halten Sie vom Wetter, M. Poirot?« »Nicht besonders, was? Regen würde uns natürlich alles verderben, und bisher hatten wir einen so herrlichen Sommer. Wo ist Sir George? Ich muss mit ihm über den Parkplatz reden. Seine Frau hat Kopfschmerzen und musste sich hinlegen. Heute Nachmittag wird sie wieder ganz in Ordnung sein«, stellte Mrs. Masterton zuversichtlich fest. »Sie liebt Feste und Gesellschaften, weil sie sich dann elegant anziehen und ihre kostbaren Toiletten vorführen kann, darüber freut sie sich wie ein kleines Kind. Würden Sie so gut sein, mir ein Bündel Holzklammern zu holen? Sie liegen dort drüben, ich brauche sie, um die Minigolfnummern zu befestigen.« Auf diese Weise wurde auch Poirot zur Mitarbeit zwangsrekrutiert, und Mrs. Masterton gönnte ihm keinen Augenblick Ruhe. In den kurzen Arbeitspausen richtete sie herablassend das Wort an ihn. »Man muss alles selbst tun, die einzige Möglichkeit. Übrigens, sind Sie nicht mit den Elliots befreundet?« Poirot hatte lang genug in England gelebt, um zu wissen, dass das eine Form von gesellschaftlicher Anerkennung war, und da bemerkte Mrs. Masterton auch schon, obwohl sie Ausländer sind, weiß ich, dass sie aus unseren Kreisen stammen. Sie fuhr mit ihrer intimen Plauderei fort, »Es ist schön, das nasse Haus wieder bewohnt ist. Wir fürchteten alle, dass es in ein Hotel umgewandelt werden könnte.
Sie wissen ja, wie das heutzutage ist. Man fährt über Land und sieht überall Schilder. Privatpension, Gasthaus, Familienhotel und das alles waren mal Häuser, in denen man als junges Mädchen eingeladen war oder getanzt hat. Sehr traurig. Ja, es ist ein Glücksfall, dass Sir George Nasse gekauft hat, und die gute, alte Eme Folliat ist natürlich auch sehr froh darüber. Sie hat ein schweres Leben gehabt, aber sie beklagt sich nie, das muss man ihr lassen. Sir George hat Nasse Haus prachtvoll modernisiert, ohne den Stil zu verändern. Keine Ahnung, ob das Eme Folliats Einfluss zuzuschreiben ist oder seinen eigenen Ideen. Er hat tatsächlich einen recht guten Geschmack, erstaunlich für einen Mann seiner Herkunft. Wie ich höre, gehört er nicht zum Landadel, fragte Poirot vorsichtig. Er ist nicht einmal wirklich Sir George. Sir ist einer seiner Vornamen, originelle Idee, finden Sie nicht? Nun, man muss reichen Leuten ihre kleinen Schrullen lassen. Sonderbarerweise würde man ihm den Titel überall glauben, er benimmt sich wie ein typischer Landedelmann aus dem 18. Jahrhundert. Er kann aus keinem allzu schlechten Stall kommen, Vater Gentleman, Mutter Bardame, nehme ich an. Mrs. Masterton unterbrach sich, um einem Gärtner zuzurufen, nicht bei den Rhododendronsträuchern. Sie müssen dort rechts Platz für die Kegelbahn lassen. Rechts, nicht links. Sie fuhr fort, fantastisch. Wissen nicht einmal, wo rechts und links ist. Nur die Brevis ist eine tüchtige Person, aber sie kann die arme Hetty nicht leiden. Sieht sie manchmal an, als wollte sie sie umbringen. So viele gute Sekretärinnen sind in ihren Chef verliebt. Wohin mag Jim Warburton geraten sein? Lächerlich, dass er sich noch immer Captain nennt. Er ist niemals aktiver Soldat gewesen und kam nie in Schussweite eines Deutschen. Heutzutage kann man eben keine zu großen Ansprüche stellen, und er arbeitet fleißig, aber irgendwie ist er mir nicht ganz geheuer. Ah, hier kommen die Legs. Sally Legg trug lange Hosen und einen gelben Pullover. Wir sind gekommen, um zu helfen, verkündete sie strahlend. Arbeit gibt es genug, erklärte Mrs. Masterton mit dröhnender Stimme. Also, Sie könnten vielleicht. Poirot benutzte diesen Augenblick, um sich unbemerkt fortzustehlen. Als er um die Ecke bog und sich der Terrasse vor dem Haus näherte, wurde er Zeuge eines neuen Dramas. Zwei junge Mädchen in kurzen Hosen und bunten Blusen waren aus dem Wald gekommen und standen jetzt unschlüssig vor dem Haus. Eins der Mädchen glaubte er als die Italienerin zu erkennen, die er gestern im Wagen mitgenommen hatte. Sir George lehnte sich aus dem Schlafzimmerfenster seiner Frau und rief den beiden ärgerlich zu. Unbefugten ist der Zutritt verboten. Bitte schön, fragte das junge Mädchen mit dem grünen Kopftuch. Hier dürfen Sie nicht hereinkommen, Privatbesitz. Das andere junge Mädchen, das ein grellblaues Kopftuch trug, fragte freundlich, bitte schön. Naseko Mbikai. Ist das der Weg? Bitte sehr. Betreten verboten, brüllte Sir George. Bitte schön. Verboten. Kein Durchgang. Sie müssen zurückgehen. Zurück. Den gleichen Weg, den Sie gekommen sind. Sie starrten ihn verständnislos an, dann berieten sie sich erregt in einer fremden Sprache. Schließlich fragte das Mädchen mit dem blauen Kopftuch zweifelnd. Zurück. Zur Jugendherberge. Jawohl, und zwar nicht durch den Wald, sondern über die Straße, verstanden, über die Straße. Sie verzogen sich widerstrebend. Sir George wischte sich die Stirn und wandte sich an Poirot. Damit verbringe ich einen großen Teil meiner Zeit, bemerkte er. Früher sind sie durch das Hauptgitter gekommen, bis ich ein Schloss anbringen ließ. Jetzt klettern sie über ein anderes Gitter und kommen durch den Wald, weil sie glauben, auf diese Weise schneller zum Flussufer zu gelangen. Es ist natürlich der kürzeste Weg, aber sie haben kein Recht, ihn zu benutzen. Außerdem sind die meisten der jungen Leute Ausländer und verstehen einen nicht, antworten in irgendeinem unverständlichen Kauderwelsch. Eins dieser beiden Mädchen ist, glaube ich, eine Deutsche, das andere eine Italienerin. Die Italienerin habe ich gestern auf dem Weg vom Bahnhof kennengelernt.
Ja, sprechen alle Sprachen. Ja, Hetty. Was hast du gesagt? Er ging zurück ins Zimmer. Poirot wandte sich zum Gehen und begegnete Mrs. Oliver und einem gut entwickelten, etwa 14-jährigen Mädchen in einer Pfadfinderinnenuniform. Das ist Marlene, stellte Mrs. Oliver vor. Poirot verbeugte sich höflich. Marlene schnüffelte. Sie ist das Opfer, erklärte Mrs. Oliver. Marlene kicherte. Ich bin der verstümmelte Leichnam, aber ohne Blutspuren, sagte sie in enttäuschtem Ton. Keine Blutspuren. Nein, ich soll einfach mit einem Strick erwürgt werden, das ist alles. Ich wünschte, ich würde erstochen, dann könnte ich mich überall mit roter Farbe beschmieren. Captain Warburton hielt das für etwas zu realistisch, erläuterte Mrs. Oliver. Bei einem richtigen Mord muss Blut fließen, meinte Marlene störrisch. Sie sah Poirot mit unverhohlener Neugier an. Sie haben wohl schon viele Mörder gesehen. Mrs. Oliver hat mir von ihnen erzählt. Einen oder zwei, gab Poirot bescheiden zu. Er stellte entsetzt fest, dass Mrs. Oliver weggegangen war. Auch Sittlichkeitsverbrecher? Fragte Marlene begierig. Nein. Schade. Ich interessiere mich nämlich sehr für Sittlichkeitsverbrecher. Ich meine, ich lese gern, was über sie in der Zeitung steht, erklärte Marlene. Wahrscheinlich würde es ihnen keinen Spaß machen, einem zu begegnen. Weiß ich gar nicht. Wissen Sie was? Ich glaube, hier in der Gegend ist ein Sittlichkeitsverbrecher. Mein Großvater hat einmal im Wald eine Leiche gefunden, da bekam er's mit der Angst zu tun und rannte fort, und als er zurückkam, war die Leiche nicht mehr da, es war eine Frauenleiche. Aber mein Großvater ist ein bisschen verrückt, und deshalb hört ihm niemand zu. Es gelang Poirot zu entfliehen und auf Umwegen wieder zum Haus zu gelangen. Er verzog sich sofort auf sein Zimmer, weil er das dringende Bedürfnis hatte, etwas zu ruhen.